Ja, ganz cool. Oh. Cool. Oh, 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 Leute. Am besten bleiben wir nicht hier. Ich habe auch keinen Ausgang gerade spontan gesehen. Nee? Nee, lassen wir das mal. Oh Gott. Kommt alle mit. Verdammt. Wow! Es hat nur einen erwischt. Nein. Was, warum bin ich hier gefangen? Okay. Sprinten wir mal los, Jungs. Bitte raus hier. Ah, okay, der Weg. Komm, komm, komm. Hauptsache da durch. Komm. Nein, 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 nein. Oh, bitte. Prügelt euch da durch. Prügelt euch da durch. Ihr seid gelähmt? Ach nee. Oh, komm. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Und laufen, und laufen, und laufen. Einfach hier raus, einfach hier raus. Einfach hier raus. Was ist denn das für ein Licht? Gott. Leben, leben, leben. Leben, leben, leben. Sind doch alle am... Wow. Okay. Oh, nee. Hm. Lasst meine Untertanen. Ich bin der König. Nur ich darf die foltern und quälen. Alle drauf, alle drauf. Puh. Gut. Die nächsten beiden Serien werde ich übrigens gleich ansprechen. Ich muss erstmal gucken, was hier so genau abgeht. Da vorne ist wieder irgendein Gegenstand. Ja, ein Gegner. Mann. Oh Mist, ich sollte zurückgehen. Denn ich habe nur noch einen Treffer frei und ich kann aktuell in so einem Gebiet nicht wechseln. Ganz ehrlich, ich muss hier fliehen. Das ist sehr dringend, weil ich habe jetzt keinen Bock, nochmal alles, was ich bisher gespielt habe, wiederholen zu müssen. Konnte ich hier zurück? Ja, wunderbar. Gut, dann sichern wir das erstmal ab. Wow. Okay. Ich überlege gerade, ob man irgendwie sein Team noch ein bisschen umpacken sollte, aber aktuell scheint es eigentlich so zu passen. Und hier sieht man wieder wunderschön, dass der König altert mit jedem Treffer, den er kassiert, so von wegen... Ein Schadenspunkt und sofort merkt man, wie das Leben aus ihm herausfließt und er immer weniger Kraft hat, zu denken, zu handeln. Oh, ah, ich habe einen Wecker, stimmt. Mit A auswählen. Ich wusste jetzt nicht, wie ich es umstellen kann. Ah, ja, ich will mich aussuchen. Ah, man kann erst einstellen, wenn man denn aufgeweckt werden will und dann nochmal, ob man sich überhaupt hinlegen möchte. Das ist interessant. Gut, heißt aber geschlafen, das heißt, wir haben uns wiederholt. Das ist bei mir übrigens auch so, wenn ich morgens mit Bart ins Bett gehe, wache ich auch morgens dann immer mit wunderschönen Kletterhaut auf. Ja, so ist das halt bei mir. Gut. Ich würde sagen, also speichern mal so kurz, so zur Sicherheit, ne? Oh, stimmt, wir haben Geld bekommen. Ist auch keiner gestorben, meine ich, da bin ich sehr stolz drauf. Ja, das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Das ist sogar doppelt gut, da ich erstens... ja, auf Spielstand 2 bitte. Erstens mehr Geld habe, das heißt, ich kann nochmal Hauser rufen und wir haben noch den Hammer gefunden, das heißt, da haben wir noch irgendjemanden demnächst in unseren Reihen, der ordentlich Schaden raushauen kann. Finde ich sehr schön. Plan des Reichs, wo kann man was bauen? Power up. Das war glaube ich nicht was Unwichtiges. Ne, Angriffsbohren. Angriffsstärke aller... Oh. Gekauft, Mann. Ich weiß zwar noch nicht genau, wonach sich das bemisst, also wie viel Schaden ein einzelner Bewohner macht. Was die für Statuswerte haben. Es gibt bestimmt auch irgendwo im Internet so eine Tabelle, das ist keine Ahnung. Ein normaler Bauer einen Angriffspunkt hat und so ein Krieger dann drei oder sowas. Aber einen Schadenspunkt mehr bei allen klingt nicht so verkehrt. Heißt da, ich gehe nochmal bei Untertanen hin und. Boah. Oh, wir haben Julian, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, gehen wir einfach Ricardo mal. Den. Wo haben wir den Hammer dann? Sterile Shorts, klar, ist auch nicht schlecht, aber Federhammer erhöht Kraft. Streitaxt erhöht Kraft. Oh, ich habe verdammt viele Sachen. Cool. Ja gut, dann geben wir halt noch Maximilian. Na komm, was nehmen wir? Was nehmen wir? Die Axt. Und Randolph bekommt dann den Hammer von eben, denke ich mal.
Legendenhammer. Erhöht Kraft und erlaubt Serienangriff. Okay, das klingt natürlich verdammt cool. Erhöht Kraft und Serienangriff. Serienangriff heißt also, der schlägt nicht nur einmal zu und wartet dann, sondern haut mal richtig rauf. Gefällt mir. Da habe ich glücklicherweise was Gutes gefunden. Hätte ich schon nicht so erwartet. Ich finde es übrigens krass, was ich für ein Speicherfreak geworden bin. Ich habe ja letztens auch mal wieder, also das heißt mal wieder, mich endlich mal dran gewagt, so ein bisschen die Resident Evil Serie anzufangen. Ich habe ja bisher nur den ersten Teil als LP von irgendjemandem gesehen, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Das war ein richtig angenehmes LP, weil der Kerl so eine ruhige und zurückhaltende Stimme hat und auch so wenig geredet hat dabei, dass man richtig schön die Atmosphäre aufnehmen konnte und auch immer nur die wichtigsten Dinge gerade beschrieben hat. Ich meine, erste Resi-Erfahrung hatte ich ja durch, ich meine, Herings LP zu Resi 6 gehabt. Dann ja kurz darauf mit Teddy Resi 5 gespielt, das mein erstes Resi war, was bedeutet, dass ich so ziemlich den seltsamsten Resident Evil Teil als ersten für mich entdeckt hatte. Sonst, gut, den 6 hatte ich ja mit Hering dann zusammen LP'd und Revelations hatte ich auf dem 3DS gespielt. Und das war eigentlich alles. Jetzt habe ich halt mal Zero angefangen und es ist unglaublich, wie ich da echt nach allen 10 Minuten zu diesen Schreibmaschinen laufe, um zu speichern. Obwohl diese Farbrollen, mit denen man ja speichern muss, begrenzt sind im Spiel. Und trotzdem ist es mir irgendwie wert, dauernd dahin zu rennen und sofort auf den Knopf zu drücken. Weil ich sogar meine, dass es, ich weiß nicht, ob es bei dem Spiel auch noch so war, aber ich glaube, da ging es ja auch darum, dass man möglichst wenig speichert, um das wahre Ende oder so zu sehen. Ich habe keine Ahnung. Kuhkanone! Feuer ab! So. Okay. Team. Achso, genau, diese Serien war ich ja noch stehen geblieben. Was haben wir da unten eigentlich? Karte? Könnte eigentlich gar nicht so falsch sein. Der Weg hier ist ja schon gemacht. Ah, genau, es war auch sogar die Ecke, die ich vorhin freigespielt habe. Kann man hier runterspringen ohne Schaden? Nein, man kann nicht runterspringen. Gut. Auf jeden Fall habe ich mir dann noch Hannibal geholt. Das war, glaube ich, schon mal im Fernsehen gelaufen bei uns. Aber ich habe es damals nicht gesehen, da ja, wie gesagt, Ausbildung und Schule nebenbei, das ist natürlich so ein bisschen schwer, dann abends möglichst lang wach zu bleiben, auch wenn ich es jetzt bei der Fußball-WM irgendwie unglaublich oft gemacht habe, dass ich da bis nach 12 wach war und dann morgens erstmal um 6 aufstehen durfte. Aber hey, wir sind ja auch Weltmeister geworden, von daher hat es sich gelohnt und mein Opfer hat, ist der Grund, warum es überhaupt geklappt hat. Ja, hey, aber weiß nicht, die Serie sah eigentlich ganz interessant aus. Ich mag das eh so ein bisschen Thriller, teilweise noch ein bisschen Mystery, da Psycho-Gedöns dabei. Weiß nicht, fand ich mich so sehr darauf eingeschossen habe, aber ich lese auch gern sowas in diese Richtung. Früher war das immer nur Fantasy, was ich gelesen habe. Und naja, Dings, das ist halt eher das. Ich muss gerade überlegen, wie ich da am cleversten vorgehe. Eigentlich sollte ich erst den Felsenhaini da oben erledigen. Hey Felsenhaini da oben. Ich erledige dich. Na, gibst du schon auf, ne? Leute, ihr solltet. Manchmal hören die einfach auf zu schießen. Und ich weiß immer noch nicht warum. Na komm. Sehr gut. Und wer wird da hinten angeschossen? Gut, dann locken wir erstmal dich an. Ihr haut ab. Oh, oh. Der. Du hast gefährliche Schuhe an, Alter. Ich wollte eigentlich nur den Kerl mit den Stachelschuhen anschießen, aber scheinbar darf man das hier ja nicht. Also geht's jetzt doch auf den hier? Ich verstehe das Verhalten von denen gerade nicht so ganz. Jetzt wird er wütend. Ja, ja. Gut, dann kommen wir angestürmt. So, und jetzt geht's auf dich. Komm. Freikling. Gut, andererseits. Ich glaube, er ist nicht so weit vorgestürmt. Ne, oh, jetzt geht's drauf. Komm, alle drauf, alle drauf. Dann haben wir ihn doch. Mist. Oh, komm, ein Schuss, komm. Das kriegen wir hin. Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. Gut, das ist ja nicht so schwer gewesen. Ich dachte eigentlich, er werft. Aber es zwingt euch natürlich keiner dazu. Ach komm, mit allen Kriegern schaffen wir es doch mal einen Rutsch, oder? Sehr gut.
Ja, man kommt so Stück für Stück nach vorne, das gefällt mir. Als nächstes könnte man doch mal diese Leute, die hier so seltsam im Kreis laufen, anhalten. Leute, böse. Kreisverkehr. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Also irgendwie, mein Team ist aktuell cool. Ich mag's. Es gibt nur eine Sache, die mich stört, nämlich, dass ich meinen Plan nicht umsetzen konnte, von wegen bis zum nächsten Level laufen und dann erst zurückgehen. Aber lieber halt so, ne? Ein gutes Spielzeug bringt auch schon wieder schön Geld. Gott, wie die reinhauen! Das waren gerade mal 4 von denen. Das ist herrlich. Gut, du da oben bist mal abgeschossen. Leute, warum schießt ihr nicht? Ich hab doch Pfeile. Oh, Mensch. Okay, was ist hier gerade das Problem? Ich hab noch 200 Pfeile. Warum schießt ihr nicht? Ach, jetzt. Ja, ja. Nee, warum schießt nur dieser eine gerade von dieser Stelle? Ich verstehe es nicht ganz. Ach, jetzt auf einmal. Okay, anscheinend muss man irgendwie ganz speziell da stehen, damit das funktioniert. Gut. Oh, noch einen Schatz gefunden. Damit kann man doch leben. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, hier wäre was aufgeploppt, aber war es scheinbar nicht so. Hier ist nichts. Aber das war dieser komische Weg, den ich vorhin schon gesehen habe, wo ich nicht durchkam. Was auch immer das ist, das sieht aus wie versteinerte hässliche Möhren oder sowas. Hm. Du hackst mal schön rum. Und dann gehen wir gleich auf die nächsten tote Gutträger. Ja. Aber gut, wie gesagt, also Hannibal habe ich noch gar nicht angeguckt. Und was ich mir noch geholt habe, war The Following. Mit Kevin Bacon in der Hauptrolle. Das ist einer der wenigen Schauspielernamen, die ich mir auf jeden Fall gemerkt habe, weil Bacon. Reich des Fernsehens. Oh, okay, Moment. Talk-Spezial live bis zum Morgengrauen. Erntet man Ansehen durch Fernsehen. Macht die Glotze blöd. Kann die Fußball-Live-Übertragung für Männer derart wichtig sein? Das ist schön passend. Hätte ich irgendwie von der Woche aufnehmen sollen. Heute weltweite Satellitenübertragung. Weltfernsehkönig Mattscheibe. Das ist ein schöner Name für einen Fernsehkönig, muss ich echt sagen. Ja, auf jeden Fall, die Sendung habe ich jetzt angefangen, habe jetzt 3 Folgen gesehen. Und muss echt sagen, die ist cool. Also hätte ich echt nicht erwartet. Ich bin eh so ein komischer Mensch, ich mache jetzt auch so ein bisschen Sport für mich nebenbei, sowas verlegen. Bisschen Ausdauer, bisschen Muskeltraining. So einfach, dass man sich fitter fühlt. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie wie ein komischer Muskelberg rumlaufen will, weil ich sowas irgendwie eklig finde, wenn man so aussieht. Aber okay. Aber so ein bisschen fitter zu werden. Und da kann man ja auch gut im Zimmer ein paar Übungen machen. Und dabei halt auch Sendungen gucken, was ich dann mit Game of Thrones so gemacht habe. Dass ich halt immer so ein gewisses Programm hier festgelegt habe für den Tag und dann dabei das geguckt habe für die 3/4 Stunde, wie lange so eine Folge geht. Und dann halt wirklich täglich jetzt immer genauso lange ungefähr was machen. Und es, wie gesagt, es hilft. Und The Following ist halt sowas, da musste ich gestern, habe ich es angefangen, habe sofort 3 Folgen durchgeguckt, weil das so dermaßen fesselt, hätte ich nicht gedacht. Es ist halt auch wieder so mit ihr Ermittlerarbeit und komischen Psychopathen und irgendeiner Sekte, also es ist, klingt irgendwie seltsam, wenn ich darüber rede, aber macht süchtig, hätte ich nicht gedacht. Bin auch froh, dass ich das so zufällig letztens erst im Mediamarkt gesehen habe. Man hat ja nichts zu tun, nachdem die Ausbildung jetzt rum ist und man darauf wartet, dass die Studienbestätigung kommt. Habe ich halt mal so die Regale abgelaufen und hab das gesehen. Ich glaube, das hat da irgendwie 40 Euro gekostet, habe ich mir gedacht, nee, so für eine Staffel. Ich weiß, ich finde allgemein die Preise teilweise heftig. Weil meistens guckt man es ja doch nur einmal und dann hast du 40 Euro ausgegeben für, keine Ahnung, 6 Stunden Unterhaltung. Gut, andererseits, Videospiele kosten auch ordentlich was. Sollten aber in der Regel ein bisschen länger sein, auch wenn das heutzutage sich ja so ein bisschen gegenteilig entwickelt hat. Aber macht ja nichts. Solange es die Gras gibt, was man mähen kann. Naja. Na? Na? Achso, übrigens, falls jetzt demnächst La Familia zurückkommt, dann könnte es halt sein, dass ich hier einfach mittendrin so einen Schnitt mache und dann beim nächsten Mal es loslege, also dann nicht wundern, weil man weiß nie, was die so alles geplant haben. Südle. Hä? Die stand doch gerade Reich des Fernsehens. Habe ich irgendwas verpasst? Das war doch das Schild hier, oder? Na? Schild? Sackgasse, Pech gehabt, versuch es wieder. Was?
gut. Macht auch Sinn, weil das Fernsehen woanders ist. Ach so, das wäre hier so dieses runde Ding. Ah ja. Mhm. Gut, dann öffnen wir. Machen wir mal ein Fass auf. Wobei ich meine, ich habe das ja schon eben gemacht. Gott, ich werde alt. Nicht da. Stimmt, ich bin schon wieder ein Jahr älter als damals, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Gruselig.